Ich begrüße euch hier und heute mal wieder zu einem weiteren Ligarennen hier aus der TSR-Saison 19 auf der Xbox-Plattform auf meinem Kanal. Es haben sich vielleicht einige von euch gewundert, es kam jetzt circa eine Woche kein Video. Das hat schlicht und ergreifend daran gelegen, dass ich mir seit relativ langer Zeit mal wieder einen sehr spontanen Urlaub gegönnt habe. Die Leute von euch, die mir auf Instagram folgen, haben das wahrscheinlich auch schon mitgekriegt. Tja, dummerweise sind in dieser einen Woche meiner Abwesenheit relativ entscheidende Sachen passiert, was das Formel 1 Game betrifft. Und zwar habt ihr es natürlich alle mitbekommen. Es wurde F1 2022 angekündigt und es wurde auch schon der offizielle Release-Termin quasi gedroppt. Und der Release von F1 2022 wird der 1. Juli sein. Also im Grunde genommen deutlich früher, als wir alle vermutlich geahnt bzw. gedacht haben. Und ich bin in der sehr privilegierten Situation, in den kommenden Tagen an einer Pressekonferenz mit dem Game Director von Formel 1 2022, Lee Mather, zu sprechen. Dort wird der Kollege das ganze Game in seinen Grundzügen dann nochmal vorstellen. Und was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, im Anschluss gibt es theoretisch noch eine Fragerunde. Und in dieser Fragerunde kann man theoretisch alle x-beliebigen Fragen zu dem neuen Spiel F1 2022 stellen. Und da möchte ich an dieser Stelle euch auch so ein bisschen mit einbeziehen, denn falls euch irgendwelche dringenden Fragen auf der Seele brennen sollten, die jetzt vielleicht noch nicht beantwortet wurden in den bisher angekündigten Details von F1 2022, dann schreibt die mir bitte jetzt unten in die Kommentare und ich werde mir dann die wichtigsten oder die Kommentare rauspicken, die am meisten Likes von euch erhalten haben. Also lest euch auf jeden Fall die Kommentare durch, die andere User vielleicht schon geschrieben haben und liked die dann einfach, falls ihr auch der Meinung sein solltet, das ist eine wichtige Frage, die man womöglich stellen kann. Und dann werde ich im Anschluss an diese Pressekonferenz ganz, ganz sicher zu 99%iger Wahrscheinlichkeit ein Informationsvideo zu F1 2022 hochladen, was ihr auch schon bei einigen anderen Kollegen jetzt auf YouTube schon gesehen habt. Und da werde ich dann nochmal auf eure Fragen eingehen, beziehungsweise die Fragen gegebenenfalls beantworten, sofern diese Fragen in der Pressekonferenz gestellt wurden. Also, das an dieser Stelle nur am Rande zu eurer Information. Falls ihr irgendwelche ungeklärten Fragen haben solltet, gerne unten in die Kommentare damit. Und dann werde ich mich bemühen, das natürlich anzusprechen. Ich bin natürlich nicht der Einzige, der daran teilnehmen wird. Das sind auch einige andere größere YouTuber. Ich kann von Glück sprechen, wenn ich da überhaupt in der Lage bin, überhaupt eine Frage zu stellen. Von daher, übertreibt es nicht. Aber wenn wirklich eine richtig geile, interessante Frage dabei ist, dann werde ich mich bemühen, diese dann auch zu stellen. So, und heute geht es los, beziehungsweise weiter mit der TSR-Saison 19 hier auf der Xbox-Plattform. Mission Titelverteidigung, so hieß Folge 1, die ich euch jetzt oben rechts nochmal in der Infokarte verlinkt habe. Das war der große Preis von Silverstone. Heute sehen wir das zweite Rennen von insgesamt nur noch 10 Rennen. Ich hatte im ersten Video gesagt, es gibt insgesamt 12 Rennen. Das hat sich mit dem Release von F1 2022 jetzt alles ein bisschen verschoben, weil die F1 2021er Saison, die wir jetzt aktuell am Laufen haben, dann über den Release-Tag hinausgehen würde. Und wir werden natürlich, sobald F1 2022 draußen ist, nur noch F1 2022 spielen. Das war in der Vergangenheit immer so und das wird in der Zukunft auch immer so bleiben. Ich meine, sobald das neue Spiel draußen ist, ist das alte Spiel im Grunde genommen Schnee von gestern. Und von daher denke ich, könnt ihr das alle gut nachvollziehen. Also, wir haben nur noch 10 Rennen beziehungsweise 10 Rennen insgesamt zu fahren. Ein Rennen davon wurde schon getätigt. Letztes Mal der große Preis von Silverstone. Ein, wie ich persönlich finde, super spannendes Rennen, wenn auch ein sehr schwieriges Rennen aus meiner Perspektive. Wie gesagt, das ist nochmal oben rechts in der Infokarte verlinkt. Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall für das grandios positive Feedback auf das letzte Ligarennen in Silverstone. Da haben wir über 400 Daumen nach oben erreicht und was ich persönlich sehr, sehr interessant und spannend finde, 0 Daumen nach unten, also 100% positive Bewertung und das zeigt mir persönlich, dass sogar die Hater diesmal entweder keinen Daumen nach unten dagelassen haben oder einfach auch einen Daumen nach oben gegeben haben. Von daher vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass ich euch heute auch ein einigermaßen interessantes und spannendes Rennen präsentieren kann. So, die durchaus schwierige Situation, die sich jetzt hier gerade in der Emilia-Romagna wieder präsentiert, ist die Tatsache, dass es wieder einmal ein Intermediate-Qualifying ist. Und bisher haben wir noch nicht so viel gebacken gekriegt, wie wir sehen können. Wir sind auf P6, keine wirklich richtig gute Runde. Das war eine solide Runde, aber keine richtig gute Runde. Und die letzte entscheidende Runde, die war dann leider auch ungültig im Mittelsektor. Ihr habt es gerade gesehen, recht zu weit rausgekommen. Und das bedeutet wieder ein sehr, sehr mittelmäßiger Start
Startplatz. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Der Monkey eine Position weiter vor mir, P8 und P9, das ist kein Weltuntergang, aber es wäre mehr drin gewesen. Das habe ich gemerkt und das habt ihr sicherlich auch gemerkt. Ich habe mich so schwer getan in diesen regnerischen Bedingungen. Und das waren jetzt wirklich zwei Qualifyings in Folge, wo es geregnet hat. Und der Monkey und ich, wir haben uns in beiden Qualifyings auf keinen Regen vorbereitet. Was natürlich keine Ausrede sein soll, aber es macht die Sache einfach nicht einfacher. So, und jetzt ist die Einführungsrunde vorbei. Fahrzeuge sind auf der Startaufstellung. Wir müssen von P9 starten auf den Mediums, genauso wie der Monkey rechts vor uns. TSR Dustin vor uns, ebenfalls auf den Mediums. Rennen ist jetzt freigegeben. Kriegen wir einen guten Start? Das wäre relativ wichtig. Auf der Strecke kann man schlecht überholen. Wir werden sofort ausbeschleunigt von McLaren auf der rechten Seite, von dem F1 Maler und auf der linken Seite verlieren zwei Positionen beide Fahrzeuge auf den Softreifen unterwegs. Und jetzt geht es hier in Turn 1 rein. Da gibt es die Berührung und da gibt es den Crash, der uns den Frontflügel komplett beschädigt auf der linken Seite. Ihr habt es gerade kurz gesehen und das ist ein ganz, ganz schlechter Start für uns jetzt hier in diesem großen Preis. Der Emilia-Romagna, schauen wir uns das hier nochmal in der Wiederholung an. Ja, absolute Kettenreaktion, die da stattgefunden hat. Schauen wir uns das hier mal aus der Sicht von dem beteiligten McLaren-Piloten an. Das ist der TSR Heidfeld auf der 6. Position. Der war definitiv mit involviert. Schauen wir mal hier, der ist auf der Außenseite, geht hier in den 3. Gang und da wird er dann umgedreht. Aber wir haben jetzt nicht genau gesehen, wer da der Täter ist. Schauen wir uns das Ganze nochmal aus der Sicht von einem anderen Fahrer an. Und zwar aus der Sicht vom TSR Karma hier auf den Mediums auf der 5. Position. Der ist hier auf der Innenseite. Da rechts kommt der Heidfeld. Und da gibt es diese kleine, aber durchaus verheerende Berührung, die ja dann letztlich zu dieser Kettenreaktion geführt hat. Und ja, ihr habt das schon zweimal aus meiner Perspektive gesehen. Es gab überhaupt keine Möglichkeit für mich, da in irgendeiner Weise zu reagieren. Weil es hat sich alles in Bruchteilen einer Sekunde abgespielt. Du kannst da einfach nicht mehr ausweichen, wenn du die ganzen Fahrzeuge direkt vor dir hast. Und der Vordermann dir dann quasi vorne in den Frontflügel reinspringt, weil es sozusagen diesen Domino-Effekt gegeben hat. Und ihr habt das gesehen, mein Frontflügel, der ist gelb. Das bedeutet, das Fahrzeug fährt sich nur noch ganz, ganz bescheiden und gelber Frontflügel ist hier in der Formel 1 immer ein Indiz dafür, dass man definitiv einen Boxenstopp machen muss. Das ist für uns jetzt natürlich sehr, sehr schlecht, denn wir sind auf den, ja, härteren Reifen für die traditionelle Einstopp-Strategie bei normalen Wetterbedingungen hier in Imola. Wir sind auf den Mediums gestartet, das bedeutet, uns bleibt im Grunde genommen nichts anderes übrig, als jetzt hier entweder nochmal auf die Mediums zu gehen, um dann später noch einen Boxenstopp zu machen, weil du kannst nicht 31 Runden auf den Mediums durchfahren, oder wir machen das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, beziehungsweise versuchen es, versuchen hier auf den harten Reifen von Runde 2 bis 32 durchzufahren. Und ich brauche euch nicht zu erklären, dass das natürlich das komplette Rennen, die komplette Strategie komplett compromised. Die harten Reifen sind verdammt schlecht auf der Strecke. Die halten vielleicht in der Theorie ein bisschen besser als die Mediums. Das weiß ich, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber es war mir irgendwie wichtiger, hier jetzt einfach komplett durchfahren zu können, anstatt dann später nochmal einen Boxenstopp machen zu müssen. Ob das aufgeht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe keinen Teststint in der Vorbereitung gemacht hier auf den harten Reifen. Ich kann nicht sagen, wie enorm die Reifenabnutzung ist. Ich wusste jedenfalls, dass ich definitiv nochmal an die Boxengasse kommen muss, wenn ich jetzt hier auf die Softs bzw. die Mediums nochmal gegangen wäre. Von daher, ja, ich schien mir die Hard-Strategie jetzt als einzig richtige Lösung, aber ihr seht es gerade oben rechts schon an der Anzeige, ja, einfach kaum Pace gehabt hier mit den harten Reifen. Ich meine, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt unglaublich langsam gewesen bin. Ich meine, das Auto hat schon krass untersteuern. Es hat sich insgesamt nicht so schnell angefühlt, aber ich bin einigermaßen gut um den Kurs gekommen, aber wir sehen es hier auch an den Abständen zu den direkten Kontrahenten. Es ist einfach unterm Strich dann schon deutlich langsamer als gegen die Fahrzeuge, die jetzt alle hier auf den Mediums unterwegs sind. Und von den Softrunnern brauchen wir überhaupt nicht zu sprechen. Also, es ist natürlich eine sehr, sehr schlechte Ausgangsposition. Springen wir mal zur Runde 12 von 32. Wir sind dran am TSR Sauber, der jetzt auch schon auf relativ abgenudeltem Material unterwegs ist. Und da haben wir auch schon gesehen, Licht ist am Blinken. Da kommen wir auf der Geraden ohne Probleme vorbei.
Tja, die lange Rallye hier in Imola, meiner Meinung nach, mit die einzig wirklich realistische Möglichkeit, hier auf der Strecke überhaupt zu überholen, denn ihr kennt es sicherlich selber, Dirty Air auf der Strecke, ganz, ganz übel, und überholen irgendwo anders als auf der langen DRS-Geraden, das ist im Grunde genommen nicht möglich. Haben wir jetzt auch vergangenes Wochenende gesehen, in der realen Formel 1, Stichwort Lewis Hamilton, der hat sich da am Pierre Gasly absolut die Zähne ausgebissen, weil es da einfach nicht vorbeiging. Und ja, selbst mit den modifizierten Fahrzeugen in der realen Formel 1 war es doch schon extrem schwierig, hier irgendwas zu reißen, es sei denn, du hast halt echt einen enormen Geschwindigkeitsüberschuss, aber das kannst du, wenn überhaupt, dann nur mit DRS hier auf der Geraden generieren. Und wir springen mal zu Runde 19 von 32, es ist in der Zwischenzeit einfach nichts passiert, deswegen habe ich euch relativ viele Runden hier einfach rausgeschnitten. Ich meine, ja, was soll ich euch zeigen, wenn nichts passiert, wenn ich keine Kämpfe habe? Wir sind in jetzt auf P12, Runde 19 von 32, habe ich ja gerade schon gesagt, die Platte hat einen Sprung. Und ja, der Monkey jetzt eine Boxengasse gewesen, der ist auf den Mediums gestartet, ist jetzt 3,6 Sekunden hinter uns, also wir haben einen leichten Undercut, wenn man das überhaupt als Undercut bezeichnen kann, auf den Monkey gemacht, aber es ist natürlich ganz klar, der wird uns auf den Softreifen, die jetzt zu diesem Zeitpunkt des Rennens natürlich extrem frisch sind, absolut wegsnacken. Und da werden wir auf lange Sicht gesehen auch überhaupt nichts gegen machen können. Auch wenn der Karma jetzt am Monkey vorbeigekommen ist, wir uns in der Zwischenzeit eine 30-sekündige Zeitstrafe gegönnt haben, ebenso wie der Monkey. Und der Karma jetzt hier auf der langen Geraden, ja, da machst du einfach nichts, wenn du als Vordermann hier ohne DRS, ohne Windschatten irgendwie herfährst. Da fliegt der Hintermann einfach vorbei, kannst du nichts machen. Vor allem hier mit den, ja, doch jetzt relativ abgenudelten harten Reifen, die sind jetzt schon bei über 40%. Das bedeutet natürlich, das Gripniveau, das Grip-Level nimmt massiv ab. Hier die nächste Verwarnung, auch nicht ideal. Viele Verwarnungen, ganz, ganz heimtückisch diese Strecke mit den Track-Limits. Aber das kennt ihr natürlich alles selber. Wir sind die Strecke ja nicht zum ersten Mal gefahren. Und ja, jetzt haben wir den Teamkollegen hinter uns, den TSR Monkey. Da werden wir uns natürlich nicht groß verteidigen, denn der hat hier theoretisch noch Punkte zu holen. Ist jetzt gerade auf die 10. Position nach vorne gekommen. Hinter uns der TSR Dangerman, 0,4 Sekunden. Aber wir sehen auch hier schon in der ersten Schikane, im ersten Sektor, die Softreifen sind deutlich schneller. Wir kämpfen hier wirklich mit absolut stumpfen Waffen, können nichts machen. Und das wäre jetzt so auch der Zeitpunkt gewesen, wo wir theoretisch nochmal an die Boxengasse hätten kommen müssen, wenn wir auf die Mediums gegangen wären. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das ist eine ganz einfache Rechnung, wenn wir jetzt nochmal in die Boxengasse gehen würden. Wir würden, keine Ahnung, 20, 25 Sekunden verlieren und wir wären ganz weit im Nirgendwo. P17, P18, wie auch immer. Und das würde im Endeffekt dann auch nichts bringen. Ich meine, es gab einige Fahrzeuge, die das gemacht haben. Die sind nach dem Flügelschaden in Runde 1 oder, keine Ahnung, Fehler in Runde 1 auf die Mediums gegangen. Die sind dann ja relativ lang gefahren bis eben und sind dann nochmal auf die Softs gegangen. Aber die sind jetzt alle deutlich weiter hinter uns. Von daher war das gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung, hier auf die Harten zu gehen in Runde 1. Ich glaube, im Vergleich zu den Fahrzeugen, die halt wirklich zwei Stops gemacht haben, war das die beste Variante, beziehungsweise die Notlösung, kann man eigentlich sagen. Wobei jetzt in Runde 19 von 32 nimmt dann die Pace auch massiv ab. Der TSR Lesi ist jetzt ausgeschieden und jetzt kommt es nochmal zu einer Safety-Car-Phase. Also diese Safety-Car-Phase, die kam aus meiner Sicht wesentlich zu spät. Die hätte ich deutlich früher gebrauchen können während des Rennens. Jetzt ist es ja, fast nicht mehr wirklich zielführend aus meiner Perspektive, denn wir sehen es gerade, wir sind schon in Runde 30 von 32, wir gehen hier natürlich nochmal in die Boxengasse, weil was anderes bleibt uns ja gar nicht übrig, ja, wir haben eh nichts zu verlieren. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass wir sehr weit entfernt sind vom Rest des Feldes. Ihr seht es gerade oben links, oben rechts an der Karte. Wir sind nicht mal am letzten Fahrer dran. Das bedeutet, wir können die Softreifen überhaupt nicht ausnutzen. Lol, und jetzt werde ich sogar künstlich abgebremst hier. Ich kann nicht mal Vollgas geben. Ich weiß nicht, ob man das gerade mitgekriegt hat, aber ich habe es gerade in der Live-Übertragung gesagt gehabt. Das Safety Car bzw. das Spiel, das hat mich künstlich ausgebremst. Ich konnte nicht mal Vollgas geben, ja. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Meiner Meinung nach hätte ich jetzt die... Ja, hier seht ihr es hier ganz deutlich. Das Fahrzeug bremst einfach komplett ab. Ich, wie gesagt, ich konnte nicht Vollgas geben. Ich konnte nicht zum letzten Fahrzeug ausschließen. Und das bedeutet natürlich, dass ja, die Softreifen mir überhaupt nichts bringen. Der Abstand nach vorne ist bei, keine Ahnung, über 10 Sekunden. Und ich habe natürlich insgeheim ein bisschen darauf spekuliert, dass das Safety Car möglicherweise so lange draußen bleibt,
ja, dass ich halt ausschließen kann, dann hätte ich zumindest mal für die letzte Rennrunde nochmal eine gute Chance gehabt, vielleicht die eine oder andere Position gewinnen zu können. Aber ich meine, mit der 6-sekündigen Zeitstrafe wäre das höchstwahrscheinlich dann auch relativ schwierig geworden, da irgendwie nur Profit rauszuschlagen. Ja, im Grunde genommen ein komplett verkorkstes Rennen, hat schlecht angefangen mit dem Start. Ihr habt es gesehen, ich hatte wirklich keine Chance, da irgendwie was zu machen. Und deswegen ist es leider auch ein sehr langweiliges Rennen gewesen. Erst aus meiner Perspektive, ich konnte euch nicht wirklich viele Szenen zeigen. Ich konnte euch im Grunde genommen nur das zeigen, was mir passiert ist. Und dann habe ich halt einen relativ langen Hardstint hingelegt. Am Ende nochmal kleine Aufregung mit dem Safety Car. Hat aber alles nichts gebracht, denn wie gesagt, das Safety Car hat nicht lange genug gewartet, bis ich ausschließen konnte. Und von daher ist das hier und heute leider eine Nullnummer. Und so kann es laufen. Ja, ich hatte mir viel vorgenommen für den großen Preis der Emilia-Romagna. Eigentlich eine gute Strecke. Eine Strecke, wo ich immer gute Ergebnisse erfahren konnte. Letztes Mal, letzte Saison mit dem Monkey auch hier ein richtig geiles Ergebnis nach Hause gefahren. P2 und P3 war das für Team Alfa Romeo damals. Hier und heute leider nüt. Und ja, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das heutige Video trotzdem einigermaßen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Lasst diesem Video einen Daumen nach oben da, falls dem so sein sollte. Lasst doch gerne ein Abo da, falls ihr neu sein solltet auf dem Kanal. Und dann bedanke ich mich fürs dabei sein. Ich hoffe, nächstes Mal wird besser. Großer Preis von Jeddah steht da an. Großer Preis von Saudi-Arabien. Bis dahin, ich verabschiede mich von euch und sage ciao.